Ja, Philipp Lahm, herzlichen Glückwunsch zum 4:0-Erfolg gegen Barcelona. Haben Sie jemals sich erträumen lassen, Barca so an die Wand zu spielen? Erstmal muss man sagen, es war ein super Abend, so wie wir agiert haben als komplette Mannschaft. Sehr konzentriert und nicht nur über weite Strecken, sondern über 90 Minuten. Defensiv sehr, sehr gut gearbeitet und offensiv eben dann unsere Möglichkeiten ausgespielt. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben sehr, sehr gute Spielertypen. Wir haben gute Charaktere in unserer Mannschaft, um so einer Mannschaft auch weh zu tun. Und das haben wir heute getan. Aber es ist die halbe Miete. In Barcelona ist es natürlich nochmal sehr, sehr schwierig. Da werden sie nochmal anders auftreten. Und da müssen wir nochmal genauso dagegen halten wie heute. Aber Philipp, 4:0, die halbe Miete, was soll da passieren? Bayern München wird doch nicht 5:0 untergehen, oder? Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir konzentriert Fußball spielen und so agieren wie heute, dann werden wir ins Finale einziehen. Thomas Müller hat heute eine Laufarbeit geleistet. Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, er hat jetzt mit dem Laufen aufgehört in der Kabine. Ist es wirklich so? Ja, er hat das umgesetzt, was der Trainer ihm gesagt hat. Er soll viel laufen, arbeiten in die Defensive und das hat er einfach heute gemacht und hat obendrein noch zwei Tore geschossen. 4:0 gegen Barcelona und Mario Götze verpflichtet. Wie ist Ihre Reaktion auf den Hammer-Transfer? Super, schön. Mario ist ein sensationeller Fußballer. Ich glaube, dass er super zu uns passt und deswegen freut man sich als Spieler. Dazu noch Draxler und Lewandowski in naher Zukunft. Das habe nicht ich zu entscheiden. Thomas, du schleppst noch schwere Koffer. Hast du also immer noch die Kraft, weiterzulaufen? Ja, zu Fuß geht schon noch. Man muss sich einfach gut regenerieren. Ich habe einen kleinen Schlag bekommen, aber das ist halb so wild. 4:0, hast du das Ergebnis jemals erträumen lassen? Ich bin kein Träumer, deswegen träume ich auch nicht. Und 4:0 ist natürlich nicht zu erwarten gewesen, sagen wir mal so. Aber während dem Spiel hat man natürlich schon ein gutes Gefühl gehabt. Wir waren immer dran, immer drauf, sind viel gelaufen und hatten auch unsere Möglichkeiten. Und das ist natürlich ein Top-Ergebnis. Philipp Lahm hat gemeint, es ist die halbe Miete, das 4:0. Aber es ist doch vielleicht schon viel mehr als nur die halbe Miete. Denn 0:5 wird man nicht untergehen, oder? Das weiß ich nicht, aber was soll ich dir jetzt darauf sagen? Das haben wir vor 2 oder 3 Wochen auch schon gehabt gegen Juve, ne? Aber es ist nicht ganz so hoch. Ja, man weiß nie, was im Rückspiel passiert. Wir brauchen immer noch ein gutes Spiel. Ich denke, wer Barcelona zu Hause kennt, da ist der Platz auch ein bisschen größer. Da ist das Passspiel vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu erlaufen und wir müssen einfach schauen, was da drin ist. Aber 4:0 ist natürlich ein Top-Ergebnis. In der aktuellen Verfassung, wer und was kann Bayern München noch stoppen? Ja, ich hoffe natürlich nichts und niemand, aber wie man im Fußball weiß, in einem Tag kann vieles passieren. Da müssen wir einfach achtsam bleiben und den Spaß und die Form und die Arbeitsbereitschaft einfach im Team hochhalten. Aber ja, die Mannschaft funktioniert und mit Mannschaft sind nicht 11 Spieler gemeint, sondern 25. Das sieht man Woche für Woche, Tag für Tag und da müssen wir einfach dranbleiben. Wirst du demnächst auch noch Stadionsprecher bei Bayern München? Du hast das Publikum super angeheizt zum Schluss. Ja, schauen wir mal, was nach der Karriere ist, aber im Moment spiele ich noch ein bisschen. Karl-Heinz Rummenigge, herzlichen Glückwunsch zum 4:0-Erfolg. Haben Sie sich jemals so ein Ergebnis erträumen lassen? Ich glaube, in dem ganzen Stadion gab es keinen, der von so einem Ergebnis geträumt hat, weil 4:0 gegen die beste Mannschaft der Welt zu gewinnen, das ist natürlich auch etwas, was man nicht mal nachts träumen kann. Aber ich muss sagen, was mir jetzt gefallen hat, es war keine Euphorie in der Kabine trotz 4:0. Es gab wieder nur Wasser, keinen Champagner. Also wir gehen da trotzdem mit einem Schuss Demut ins Rückspiel, obwohl wir wissen, dass wir jetzt natürlich beste Voraussetzungen geschaffen haben. Aber dennoch, was und wer kann Bayern München jetzt auf dem Weg nach London noch aufhalten? Ja, wenn wir nicht konzentriert spielen, wir werden weiter konzentriert spielen. Deshalb bin ich auch optimistisch, dass wir das schaffen. Aber ich finde die Reaktion der Mannschaft jetzt trotzdem sehr gut. Es ist weiter ruhig, bescheiden und auch mit dem Schuss Demut auftretend. Läuft Thomas Müller in der Kabine immer noch oder hat er das Lauf? Jetzt gerade kühlt seine, glaube ich, 12 Krämpfe, die er hat, gerade im Eiswasser und irgendwann steigt er dann wieder wohlbehütet aus. Glückwunsch zum 4:0, Glückwunsch zu Mario Götze. Danke sehr, nehmen wir gerne entgegen. Es tut mir leid, dass er da morgen ein Spiel hat, das sicherlich nicht ganz einfach für ihn wird, weil das eben heute bekannt geworden ist. Das war auch nicht in unserem Interesse. Der Adressat ist im Übrigen auch nicht hier aus München, sondern woher auch immer, hat irgendein Journalist gut recherchiert. Kann ich ihm nur zu gratulieren. Aber wir wollten das ursprünglich auch erst am Donnerstag bekannt geben, aber das kann man nicht ändern. Ich wünsche ihm morgen viel Glück in Dortmund, dass er und Borussia Dortmund dann eben auch ein gutes Spiel zeigen. Sie sind heute auf der Tribüne wieder neben Uli Hoeneß gesessen. Das ist auch ein weiteres Thema. Wie ist da Ihre Stellungnahme dazu?
Ja, grundsätzlich muss ich sagen, Uli Hoeneß ist ein langjähriger Freund von mir und ich glaube, sagen zu können, dass ich mir einen FC Bayern ohne Uli Hoeneß gar nicht vorstellen kann, vorstellen will und auch nicht werde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass in einer schwierigen Situation man eben auch loyal zu seinem Freund steht. Und ich habe den Eindruck heute ganz klar gewonnen, dass der gesamte FC Bayern total loyal zu unserem Freund Uli Hoeneß steht. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ja, dass er natürlich im Moment nicht glücklich ist, das kann man, dass er angespannt ist, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber ich glaube, er hat eben hier im FC Bayern eine Bastion, die total stabil zu ihm steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was er auch verdient, weil er hat hier mit dem FC Bayern Großartiges geleistet. Und dementsprechend bin ich auch sehr glücklich, dass dieser Club, alle in dem Club, die etwas zu sagen haben, auch total loyal zu ihm stehen. Heißt, egal was auch immer passieren mag und wird, der FC Bayern steht hinter Uli Hoeneß. Wir stehen loyal zu ihm. Fertig. Wie stolz sind Sie, dass die Mannschaft noch heute aufgeschlagen hat? Ja, die Mannschaft, ich glaube, die Mannschaft beeindruckt das nicht. Jetzt hat sie weder am Samstag beeindruckt, da war das ja auch schon bekannt, vor dem Spiel in Hannover, da haben wir 6-1 gewonnen, heute 4-0. Ich glaube, wir haben eine ganz stabile Mannschaft mit einem Trainer, der das auch fantastisch macht und das berührt diese Mannschaft gar nicht. Es ist natürlich gut, wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt 4-0 gewonnen haben und ich hoffe, dass sich auch diese Geschichte dann ein Stück, zumindest beruhigt. Das wäre wünschenswert auch. Einen schönen Abend.